In der Nähe von Dessau, im ländlichen Wörlitz, ließ sich Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau von 1769 bis 1773 ein Landhaus bauen. Ein solches Schloss im schlichten klassizistischen Baustil war etwas völlig Neuartiges auf dem europäischen Festland. Der an die Antike angelehnte Bau ist ein architektonisches Spiegelbild der bürgerlichen Aufklärung, die der Fürst nach Anhalt brachte. Geprägt wurde der junge Fürst von seinen frühen Reisen nach England. Hier lernte er, dass man als moderner Aristokrat auch nach Italien reisen musste, um die Antike kennenzulernen. In Rom war der deutsche Archäologe Johann Joachim Winckelmann Lehrer des Fürsten. Er weihte ihn und seinen Reisebegleiter, den späteren Architekten Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf, in die Kultur des Altertums ein. Spuren dieser in Rom entfachten Begeisterung für die klassische antike Kunst begegnen uns in Wörlitz auch in den Innenräumen des Hauses. Das Land rund um das Schloss ließ der Fürst so gestalten wie die Parkanlagen, die er in England gesehen hatte. So schuf er hier die früheste englische Gartengestaltung in Kontinentaleuropa. Blickt man aber über den Wörlitzer See, so entdeckt man noch einen anderen Bau, fast versteckt gelegen und architektonisch im starken Gegensatz zum Schloss, das gotische Haus. Spitze Bögen, Zinnen, bunte Glasfenster und verwirrende Grundrisse empfand man im 18. Jahrhundert als mittelalterlich. Deshalb nannte man den Baustil Neugotik. Was mag den aufgeklärten Fürsten bewogen haben, sich mit dem Bau des gotischen Hauses ins Mittelalter zurückzuversetzen? Dieses Haus war für den Fürsten ein Ort der Rückbesinnung auf die über 800-jährige Familiengeschichte derer von Anhalt. Und so begrüßte schon im Eingangsraum das Porträt der holländischen Prinzessin Amalia, der Ururgroßmutter des Fürsten, den Eintretenden. Diese imposanten Kathedralen galten als Zeugnisse der vergangenen Epoche, von der man zu Lebzeiten des Fürsten nur noch verschwommene, aber durchaus heroische Vorstellungen hatte. Ab 1773 begann Fürst Franz und Erdmannsdorf mit der Errichtung des gotischen Hauses. Das Haus wurde in drei Etappen erweitert. Hinzu kam 1786 der Rittersaal mit vier angrenzenden Räumen, dem geistlichen Kabinett und dem kriegerischen Kabinett und später auch der Bibliothek und dem Speisesaal. Diese Räume wurden gefüllt mit Hunderten von Porträts aus der Zeit der Renaissance, mit der die Bedeutung der Familie Anhalt hervorgehoben wurde. Sie wurde geradezu glorifiziert. Die im gotischen Haus zusammengetragenen Werke stammen auch von so berühmten Malern wie Lukas Cranach dem Jüngeren und Lukas Cranach dem Älteren. Deren Werkstätten befanden sich im 16. Jahrhundert im nahen Wittenberg. Auch frühere anhaltinische Herrscher hatten dort Bildnisse in Auftrag gegeben. Am Ende des 18. Jahrhunderts waren mehr als 30 Gemälde im Besitz des Fürsten, die man mit den Cranach-Werkstätten in Verbindung brachte. 2015 unternahm die Kulturstiftung den Versuch, die ursprüngliche Gemäldeausstattung in den fünf wichtigsten Räumen des gotischen Hauses zu rekonstruieren. Sicher überliefert ist, dass Fürst Franz im Rittersaal Abbilder seiner direkten Ahnen präsentierte. Dem Renaissancefürsten Joachim Ernst kam dabei eine besondere Bedeutung zu. Ihm gelang es, das geteilte Land Anhalt wieder zu vereinen. Dieses ganz figurige Porträt ist ein Werk von Lukas Cranach dem Jüngeren. Die geflügelte Schlange war seine Signatur. Eine ganze Wand des Rittersaales ist den askanischen Vorfahren des Fürsten gewidmet.
Besonders stolz war Fürst Franz auf seinen Vorfahren Johann Georg II., dem durch seine Heirat mit Henriette Katharina, Prinzessin von Oranien-Nassau, eine Verbindung zu diesem mächtigen Herrscherhaus gelang. Auf der gegenüberliegenden Wand fanden die Vorfahren aus der Oranier-Linie ihren Platz. Dieses ungewöhnliche Bild versammelt alle oranischen Statthalter über eine Periode von 150 Jahren. Diese Männer konnten sich also in dieser Konstellation nie begegnet sein. Als Wilhelm III. Schließlich auch englischer König wurde, malte man ihm nachträglich eine Krone auf das Haupt. Das geistliche Kabinett steht im Zeichen des großen Umbruchs des 16. Jahrhunderts, der Reformation. Das zentrale Porträt in diesem Raum ist das Bildnis Martin Luthers, gemalt von Lukas Cranach dem Älteren. Über Luther hing damals der Fürstenaltar aus Wittenberg. Mit den Porträts der Stifter Friedrich dem Weisen und Johann dem Beständigen. Ein herausragendes Werk im Schaffen von Cranach dem Älteren. Vom gleichen Maler stammen die Bildnisse der 4 anhaltinischen Fürsten, die die Reformation in Anhalt eingeführt haben. Hier ein Porträt Fürst Joachims aus dem Jahr 1532. Im kriegerischen Kabinett begegnen wir dem zentralen Konflikt, der der Reformation folgte. Der Dreißigjährige Krieg. Er begann 1618. An dieser Wand sind alle Helden dieser Zeit versammelt. Gustav Adolf II., König von Schweden, der Beschützer der Protestanten. Wallenstein, der Führer der katholischen Liga und Gegner des Schwedenkönigs. Mit Tilly hat auch der Zerstörer Magdeburgs Eingang in die Sammlung des Fürsten gefunden. Auch der Freiheitskampf der Schweizer gegen das katholische Habsburg nahm eine prominente Stelle im kriegerischen Kabinett ein. Wir sehen hier den legendären Rütli-Schwur und Wilhelm Tells berühmten Apfelschuss. Die spätmittelalterlichen Glasmalereien des gotischen Hauses, die meisten aus der Schweiz stammend, zählen zu den herausragenden Schätzen in der Sammlung des Fürsten. Ein weiteres Kleinod der Sammlung ist dieses Kinderporträt von Lukas Cranach dem Jüngeren. Es zeigt Johann Georg den I. Der berühmte Torgauer Katharinenaltar von Cranach dem Älteren ist im gotischen Haus durch eine zeitgenössische Kopie der Mitteltafel überliefert. Sie zeigt das Martyrium der Heiligen. Zu den ältesten Glasgemälden des gotischen Hauses zählen die aus Straßburg stammenden Werke in der Bibliothek. Hier im Bild eine Beweinung Christi, entstanden um 1480. Weitere christliche Motive in der Bibliothek sind das jüngste Gericht von Wolfgang Krodel und der Schmerzensmann von Cranach dem Älteren. Dieses Bild zählt zu den eindrucksvollsten Arbeiten des Malers. Der Wunsch, möglichst viele Cranach-Werke zu besitzen, verleitete den Fürsten aber auch, offensichtliche Fälschungen zu kaufen. Wolfgang Rohrig aus Nürnberg fertigte diese Anfang des 19. Jahrhunderts in Serie. Auch die Ausstattung des gotischen Hauses war herausragend. Eine erstaunliche Lösung fand man für die Bücherschränke. Bei der Lektüre konnte man sich darauf setzen. Eines der wenigen heute noch vorhandenen Möbelstücke der Originalausstattung ist der kostbare Augsburger Kabinettschrank, der um 1600 entstand.
Im Speisezimmer finden wir den Retter der protestantischen Religion in einem Glasgemälde verherrlicht. Die Verehrung des Fürsten für König Gustav Adolf von Schweden war so groß, dass er auch eine kleine Reiterstatuette von ihm im gotischen Haus aufstellen ließ. Neben Vater und Sohn Cranach gab es noch einen weiteren deutschen Maler, der zu Lebzeiten des Fürsten besonders geschätzt wurde. Hans Holbein, der Jüngere. Er galt als der deutsche Raphael. Originale Gemälde des Meisters zu beschaffen war schwierig. Der Fürst behalf sich mit Grafiken nach Holbeins berühmtesten Zeichnungen von Personen im Umfeld König Heinrich VIII. Von England. Das Mittelbild der Decke zeigt heute eine Urania, die Göttin der Astronomie. Ursprünglich befand sich an ihrer Stelle der Genius des Ruhmes nach Annibale Carracci. Was haben wir gesehen? Was macht die Sammlung aus? Die Sammlung ist ein politisches Bekenntnis zur alten Reichsordnung und zur Existenzberichtigung eines Kleinfürsten. Außerdem war sie eine zutiefst private Sammlung. 1786 ritzte ein Zeitgenosse für den Fürsten einen Spruch in ein Glasfenster im gotischen Haus. Ihr Denkmal alter Kunst und gottvertrauter Zeiten. Bewunderung, Wehmut, Mut und Hoffnung sehen euch an. Zwar Kunst und Zeiten hin, doch zeigt ihr uns in Weiten, was frommer Menschheit, Fleiß und rechte Tugend kann.